Moin zusammen, neue Runde City Skylines. Hier in dieser Folge gibt es ein paar Bad News. Die seht ihr, wann seht ihr die denn? Heute, also ich nehme die am 13. auf, ich glaube, die seht ihr am 15. Also der Wissensstand, bisschen dunkel, ach, ich habe ja die Wolken an, ist vom 13. Die News ist vom 13. Aber erst sage ich mal, was ich hier kurz im Off ein bisschen gemacht habe. Ich habe hier mal die Felder, auch wenn sie jetzt weniger machen. Aber sie müssten eigentlich noch von der Produktion her, ja gut, die Karotten. Ne? Warst du hier eine Karotte? Du bist gar nichts, oder was? Ach, Nutztiere bist du. Karotten sind da oben. Können wir nochmal verdeutlichen. Hab dann hier den auch mal abgeändert. Und eine Straße drumherum gemacht. Ne, damit es so bleibt. Das letzte Mal haben wir ja hier dieses Ding da fabriziert. Was wir später einmal brauchen. Und was ich festgestellt habe, ne, ich mach mal langsam, weil ich es ja gerade festgestellt habe, müssen einige Sachen gucken. Hier. Voll. Das ist schlecht, weil wir könnten das Ding ja jetzt nur entleeren, statt den Entleerungsprozess. Müll, der in diesem Gebäude gelagert wird, wird zu anderen verfügbaren Müllanlagen transportiert. Haben wir keine. Müssen wir eine Müllverbrennung oder sowas bauen? Müssen wir mal schauen. Das nächste ist, was war noch? Schule ist, glaube ich, das ein Problem. Kapazität 1000 in der Schule, 1000 Grundschule. Die werden wir jetzt mal setzen. Grundschule, ich glaube, wir setzen die mal hier irgendwo hin. Die hat aber doch, glaube ich, ein Erweiterungsgerödel. Ne? Dann lass uns mal gerade hier gucken. Die kann man doch erweitern, oder? Ja, genau. Und weil man die erweitern kann, haben wir es zugebaut. Gut, ne? Was gibt's denn noch? Was ist denn das? Erweiterungsfolge, mehr Platz für weitere Schüler. Ja gut, den können wir bauen. Machen wir auch. Flup. Dann lassen wir den jetzt erstmal so. Den haben wir ja jetzt größer gemacht. Irgendwie wieder duster, ne? Ja gut, weil ich die Wolken anhab. Lass uns nochmal kurz hier reingucken. Ja. Es ist halt ein bisschen blöd. Haben wir eigentlich da eine Bushaltestelle davor? Apropos Bushaltestelle. Lass mal hier gucken. Wenn man jetzt hier auf die Linie geht, dann haben wir hier 15, 16, 20, die eingestellt sind. 20. Wenn man jetzt aber hier mal zu dem Busdepot geht, was hier hinten irgendwo rumhullert, rein theoretisch, irgendwo hier. Wo ist das blöde Ding? Siehst du das? Wo ist denn das blöde Busdepot? Warte mal, kann ich das hier sehen? Busdepot? Da ist es doch. Hier. Ah ne, 25. Alles klar, haben wir noch genug. In der Haltestelle auf Kur. Was heißt denn in der Haltestelle? Lass mal gerade gucken. Ach da. Muss anhalten, oder wie? Ah, oh, ach, okay, hier. Judy. Hier können wir zurückgehen. Dann lass mal hier weiterlaufen. Ja, Müll müssen wir gleich mal gucken. Aber was eigentlich viel interessanter ist. Warte mal, wir können ja mal kurz hier. Was haben wir denn? 11 Uhr. Ich kann mir das gerade so machen. Dann die Optionen. Dann Gameplay. Und dann machen wir mal hier Tag und Nacht an. Lass das mal laufen. So. Heute gab es wieder diesen Wort der Woche. Nennt die das, glaube ich. Von Colossal Order. Die CEO macht das. Einmal die Woche. Und das, was er heute gepostet hat, das hat nicht für Freude gesorgt bei vielen Leuten. Der Thread explodiert im offiziellen Forum und ich finde das auch ein bisschen schräg und zeigt eigentlich auch nur, wie wenig fertig das Spiel ist und dass der Release einfach für die Füße war. Die hätten das genauso weit wie die Konsolenversion verschieben müssen. Es geht jetzt hier nicht um Bugs, was heute gesagt wurde. Bugs gibt es jede Menge. Ne? Die Poststellen gehen nicht, Import-Export geht immer noch nicht. Kannst du machen, was du willst. Und gestern, wie ich hier rumgefrieren habe, warte mal, wir müssen mal, ich zeige euch das mal. Das war hier. Hier war das. Warte mal, wenn mich alles täuscht. So, diese drei Häuser, also jetzt mal kommt gleich auf 10 Uhr, haben gebrannt, alle drei. Ja. Kommt ein Feuerwehrauto, fährt hier, kommt von hier, hält hier an, löscht
dieses Haus und dieses Haus, also er kommt von da, fährt weiter, dreht da hinten in dem Kreis um, fährt auf diese Straße zurück, hält hier an, löscht das Haus. Dahinter stauen sich die Autos. Was passiert? Während er löscht, die despawnen. Und ich habe gedacht, das geht nicht. Die despawnen. Also wenn man so will, hat das Spiel den Stau aufgelöst, indem es despawnt. Und es gibt meiner Meinung nach keine Einstellung, wie in Cities Skylines 1, despawn zu deaktivieren oder halt diese Einstellung zu ändern. Entschuldigung. Wir haben doch erst ein Krankenhaus noch gebaut. Müssten eigentlich genug. Hier, da kommt er, da ist er. Das ist er hier. Also das fand ich dann schon ätzend. Vor allen Dingen auch das Verhalten des Feuerwehrautos. Ne? Löscht diese zwei, fährt da hinten rum, auf die andere Straßenseite, löscht ins dritte und die Autos, die im Stau dahinter standen, was ja gut sind, ist halt Stau, ne? Wenn die weiterfahren, die spawnen einfach. Fand ich jetzt schlecht. So, was hat die Chefin da gesagt? Mod Support wie auch diese Europa oder halt diese Region, ja, wird gepoppt hier, wo das Herz ist, wo diese, das YouTube-Video, was da, war das hier, was da gezeigt wurde mit diesen freien Download-Content, nenne ich mal hier so, ne, wo die Creator da jetzt bestimmte Regionen gemacht haben, kommen erst in einigen Monaten. Nicht in 2 Wochen, nicht in 4, nicht in 1 Monat, nicht in 2, in mehreren Monaten kommt das erst. Und bei Mod Support ausschließlich als erstes dann einmal die programmiert werden. Keine Assets, die installiert werden können, also keine anderen Gebäude, bis auf diese komischen, was diese Creator da erstellen im Auftrag von Colossal Order oder Paradox. Und der Mod Support halt, die programmiert werden in mehreren Monaten, dies ja nicht mehr. Das finde ich schon ätzend, weil ich habe eigentlich auf diesen Mod-Support gewartet. Hier nicht nur Moffitt, auch dieser Traffic-Manager und sonst was. Ich sage ja, weil das wird ätzender mit diesen, du kannst keine Vorfahrtsstraße machen, ne? Du kannst Stoppschilder setzen, aber dann haben alle Straßen Stoppschild, die da zusammenkommen und keine eigene Vorfahrtsstraße. Ich meine, das ist dann... Also da haben sie sich keine Freunde gemacht, weil es zeugt einfach auch, dass das Ding nicht fertig ist. Viel zu früh... Wartet, und dann wurde noch gesagt, dass man jetzt den Zeitraum zwischen den einzelnen Patches verlängern wird. Jetzt am Anfang haben sie, glaube ich, jede Woche einen gemacht, wobei der zweite für die Game Pass User immer noch fehlt, zum Stand jetzt, 13.11. Das ist der 5. Tag, den die warten auf die, was die Leute da von Steam schon bekommen haben, hier noch nicht. Das ist egal, und jetzt will man den Zeitraum zwischen den einzelnen Patches noch erhöhen, das heißt länger warten auf einzelne Patches, Bugfixes, was auch immer. Und erst in mehreren Monaten Mods. Und dann noch nicht mal mit den Assets. Ja, sondern nur programmierbare Mods, wie sowas wie Moffitt und so ein Kram. Und das, was diese Content Creator da gemacht haben mit diesen Regionsgebäuden, ne, was sie in dem Video jetzt schon gezeigt haben, aber dann nicht mehr dieses Jahr kommt. Ich bin da etwas überrascht. Denn ich habe eigentlich innerhalb von 2 bis 4 Wochen nach Release mit Mod Support gerechnet. Nur sieht's so aus. Also das ist der Stand vom 13.11. Nachmittag. Ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Ihr seht das erst hier in 2 Tagen. Dieses Video. Und dann, ja, mal sehen, was passiert. Also das finde ich jetzt schon richtig... Das ist ein Downer. Das finde ich richtig schon ätzend. So. Nichtsdestotrotz haben wir Müllproblem. Apropos Müllproblem. Wir haben eigentlich auch ein Musikproblem. So. Danke. Müllproblem haben wir. Wieso kann ich das nicht frei? Das ist doch schon frei. Ich habe doch die Verbrennungsanlage freigeschaltet, oder nicht? Ne, aber nicht. Lass uns mal die Verbrennungsdings freischalten. So. Was kostet denn überhaupt? 147.000 im Monat. Ich will den Kram ja jetzt erstmal nicht durch die halbe Map. Fabrizia, gut, wo soll ich es denn hinstellen? Hier hinten erstmal hin. Hier am Bob ist der Welt. Das sieht aber hier ein bisschen hügelig aus. Was ist denn hier für ein... Huch, da war ein Speicherfreeze, deswegen ist das so.
Ist hier irgendwas? Ne, da ist nix. Da ist nix. Das Hügelige wollte ich eigentlich. Wer bist du denn? Ein Müllauto. Warte mal, können wir das hier eigentlich nehmen und lass mal das absenken. Nehmen wir das. Gut, dann müssen wir die Straße nochmal wegmachen. Ja, die tun wir dann noch ein bisschen. Ja, lass die mal hier, die machen wir gleich weg. So, halt den mal an. Der ist gleich, der findet seinen Weg schon, der Kollege da. Der findet seinen Weg gleich. So, normale Straße bitte. Und ran. Ne, so nicht. So haben wir nicht gewettet. Das heißt, wir tun hier noch mal ein bisschen rumfriemeln. So. Dann nehmen wir den auch mal weg hier. So. Und dann gehen wir hier. Nehmen aber die Straße, die. Halt. Wo ist denn das Ding? So. Und kommen wir da dran? Ja, muss ja nicht immer alles gerade sein wie Harry, aber hier könnten wir nochmal schnell nebendran den Berg abtragen. Und stellen hier erstmal so schön ans Wasser eine Müllverbrennungsanlage hin. Wie groß ist denn das Ding? Die stellen wir da noch nicht hin. Aber wir müssen hier noch ein bisschen rumplätten. Schlimm, das machen wir gleich. So, dass sie erstmal hier einigermaßen dahin kommt. So. Recycling. Zack. Dran. Weitermachen können wir eigentlich auch. Und sagen jetzt zu der, weil ich will die da eh weg haben, die soll sich bitte entleeren. Haben wir angeklickt. Jetzt müssten die ja eigentlich hier rausfahren und zur Müllverbrennung fahren. Richtig? Weil ich will das, das ist ja hier. Machen sie aber nicht. Ich habe das Ding auf. Stoppt den. Nee, ich will den nicht stoppen. Ach hier, holen die ab. Bist denn du für einer? Der fährt erstmal dran vorbei. Du bist irgend so ein anderes Ding. Sammelt, sammelt, sammelt. Aktive 3 von 20, ne? Normale, also. Wie wenig Müll machen wir denn hier? Ach, Cheater, das Ding braucht auch noch Strom. Ja klar, der erzeugt ja Strom. Warte, Entschuldigung. Was brauchst du? Du brauchst die großen, ne? Da gehen wir jetzt aber mal unter die Erde. Friemeln dich da dran. Wo kommst denn du hin? Kann ich doch eigentlich hier dran schließen, oder? Kann ich dich da anschließen? Ja. So. Müsste klappen, ne? Ja. So, jetzt bist du erst im Bild. Der soll nicht sammeln. Das ist verlagern. Transportiert. Kipplaster. Der Kipplaster transportiert. Ist das der, der jetzt Müll abholt? Huch. Pause wegmachen, bitte. Aber warum schickt er da nicht alle? Der soll ja hier entleeren. Das ganze Ding soll weg. Das ist doch so ein Kipplaster. Wo fährt denn der hin? Guck. Mit dem beobachten wir jetzt mal. Aha. Ah, der fährt da hin. Wie lange brauchen das Ding? Wie viel nimmt eigentlich so ein Kipplaster mit? 20 Tonnen? Lass mal gucken hier. Da ist er wieder. 20. So, und der müsste jetzt zur Müllverbrennungsanlage fahren. Tut er auch. Was mich jetzt immer nervt, ist, wenn ich sage, das Ding soll entleeren. Warum fahren... Na gut, warum? Weil das nämlich Müllwagen sind und keine Kipplaster. Kann man dem Ding sagen, hör auf, bring mal nur Kipplaster? Was habe ich denn eigentlich für Erweiterungen? Stellt eine Erhöhung der Müllverbrennungsenergieerzeugungskapazität zur Verfügung? Nein. Ermöglicht es der Anlage, eine viel größere Flotte an Lastwagen für Müllabfuhr zu erhalten?
wirklich die Aufbauung wesentlich größere Mengen. Was kosten uns das? 40.000 im Monat. Warum eigentlich immer noch plus? Ja. Ah, das ist da vorne. Zack, 400 XP. So, das heißt so und das heißt so und das heißt so. Müllverbrennungsanlage. Einsam und verlassen, aber die kann man verschieben. Ohne Probleme. Das wieder, also ich würde mich jetzt freuen, wenn die, wie oft soll denn der Typ da fahren? Wir machen jetzt mal hier eine Schotterstraße. Warum? Immer weg? Nein. Weg. Das ist, manchmal ist es ein bisschen komisch, wie das die Straße da dran geht. So, warte. Ja. Gehen wir hier rum. Und darum. So. Und dann machen wir den weg. Und den weg. Und da kann man da noch was dran friemeln. So, dann haben wir den. Jetzt haben wir schon mal hier. Also wie lange soll das eigentlich dauern? Das ist halt, die sammeln noch, ne? Das will ich eigentlich nicht. Ich habe das Ding ja auf Entleeren geschickt. 6 Fahrzeuge in Wartung. Braucht auch wieder ewig. Weil ich die hier weghaben will. So, weiter geht's im Takt. Ist hier irgendwas? Sag mal. Der hat aber viele blaue Pillen eingeschmissen, ne? Ach, die tun hier im Dings. Die tun hier, ach, da hinten wahrscheinlich, hier hinten im Klo da, ne? Das, wahrscheinlich sind das 3 oder 4 und nicht einer. Alter! Kann man da eigentlich sehen, wer da drin ist? Angestellte? Irgendjemand muss ja sein. Nee, kann man nicht. Da hinten war ein Verbrechen. So, weiter geht's im Takt. Industrie haben wir jetzt auch schon. Hier haben wir die Straße dran. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Ich habe hier, ach so, das habe ich auch noch mal gemacht. Ich habe mir ein bisschen kurz eine Straße eingefriemelt hier. Ich will das mal hier so lassen. Und zwar machen wir das mal ein bisschen rund. Aber nicht das. Machen wir kleiner. So. So, da habe ich schon eine Straße durchgefriemelt. Ja, da habe ich schon eine Straße durchgefriemelt. Jetzt gehen wir mit der. Du bist eine Viererstraße. Mit der gehen wir mal hier hinten hin. 2 Vorspuren in die Richtung. Da bist du, ne? Nee. Das bist du, ne? Ja. So, weiter geht's im Takt. 180 Grad. So. Dann kleiner, zweispurig. Was haben wir hier? Ja. So, kommen wir da irgendwie dran. Sag mal, wie sieht denn die Straße aus? Weil solche Dinger gibt es ja auch, ist ja jetzt nicht das Problem. Aber ich glaube nicht, dass wir hier aktuell eine Ampel brauchen. Weg. Fußgängerüberweg können wir mal lassen. Wo geht es eigentlich da hinten hin? So, das haben wir hier. Alles klar. Dann machen wir hier. Da ist ein Übergang. Ein Überganglweg. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir von ihm. Woher kenne ich denn das eigentlich mit dem Wort Überganglweg? Das war da auch irgendeinem Film. Wir brauchen den und den. Und gehen mit dem hier. Da geht jetzt aber keiner weg, ne? Ne, er ist nicht rot. Halt. So. Und wir müssen die ja nicht immer irgendwo dran klatschen. So. Der braucht Hilfe. Also könnt ihr mal bitte darauf achten. So, dann haben wir das hier. Dann kriegen wir hier Reihenhäuser mittlerer Dichte, Wohnhäuser mittlerer. Was ist denn eigentlich der Wings für Wohnhäuser mittlerer Dichte? Den setzen wir jetzt mal hier hin. So.
ist aber voll hier, aber die Straße müsste eigentlich, der hat halt hier jetzt noch kein Bus, kein nichts. Unsere Einwohner fallen. Warum tun sie das denn? Was habt ihr für ein Problem? Verkehr, hohe Steuern. Wer sagt denn das mit den hohen Steuern? Wer mault denn hier rum wegen hoher Steuer? Soll sie nicht so anstellen. Dann können wir doch hier nochmal den Gemischten machen. Warte mal, ich ziehe mal da hinten. Das ist, obwohl das jetzt ein kleinerer, da ist nicht mehr so viel Platz frei, aber wir ziehen mal hier den. Ist der da hinten frei? Nee, der ist da nicht frei. Wir ziehen den mal hier lang. Wir machen das so. Wo ist denn das Ding? Da. Und friemeln den dann an, ist ein Weg. Muss halt im Winter ein bisschen gestreut werden, aber wir haben ja keinen Schnee hier. Und hier kommt aber kein Zebrastreifen hin, noch keine Ampel. So. Dann laufen die nämlich hier lang. Und hier kriegen sie nochmal das Gewerbe mit die Wohngebäude, die gemischten Wohngebäude. Die kommen hier hin. Na, da haben wir unten noch schön die Geschäfte drin. Das passt doch. 11.000 Einwohner, 10 Millionen an Guthaben. So, wie sieht's denn da hinten aus? 1077, das braucht jetzt, ist jetzt aber wirklich langsam, ne, wahr? Und der macht hier Strom. So. Stromvergütung, Stromhandel, Export 13 Megawatt. Was macht so ein Ding eigentlich für Strom? Geh mal her. Effizienz 51, ja, weil sie mich genug Angestellte haben. Was fehlt denn? Gut Ausgebildete fehlen. Die gut Ausgebildeten fehlen. Sollten wir mal irgendwie unser... Ich will ja, der Campus, der muss ja groß sein. Den Campus könnten wir eigentlich hierhin fabrizieren. Aus diesem Grund tun wir hier bügeln. So. Zack. Der ganze Kram wird hier gerade. Hier kommt ein Campus hin. So, weil da kommen wir nämlich auch die Hauptverkehrsstraße. Da haben wir auch die Hauptverkehrsstraße. Du bist eine Vierer. Du bist eine Vierer. Das ist dann wohl der da, ne? So, dann müssen wir da hinten nochmal. Gehen wir nicht bis ganz dran. Das ist doch genau das Richtige. So. Einbahnstraßen machen wir hinten nicht. Fußgängerstraße haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Huch, die Druckerpresse. Bücher als Nahrung für Seele und Verstand. Darüber luxuriöse Wohnungen. Der Buchladen im Erdgeschoss fällt alles vom gewöhnlichen bis zum neues Gebäude verfügbar. Das ist so ein... Lass uns mal gucken. Und das Ding. Da. Attraktivität 1. Stadtweit. Plus 4 Wohlbefinden im Umkreis von 750 Meter. Mhm. Alles klar. Das ist eine Einbahnstraße, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir machen hier dann eine normale Einbahn dran. So. Weil das kommt hier Campus hin. Da können wir nämlich gleich hier so einen Kollegen machen. So, dann müssen wir mal gucken, was das wird. Bäume brauchen wir ja auch. Alles klar. Einwohner 11.000 schon. Gleich 12 Millionen. Das passt schon. Wie viel machen wir eigentlich plus? 2.000. Das ist von 8.000 auf 2.000 gefallen. Was ist hier hinten los? Passt schon. So.
Wie sieht's denn hier aus? Hier haben wir ja die Gebäude, aber es sind nicht alle. Der will nicht. Was haben wir denn hier alles schön gekriegt? Hier auch. Brauchen wir hier eigentlich einen Parkplatz oder sowas? Ah, da sind sie am Bauen. Schön. Das nicht, aber... ach, warte mal. Wie weit sind wir denn von der U-Bahn entfernt? Die brauchen wir nämlich unbedingt. Ach, die haben wir schon. Wir müssen eine U-Bahn bauen. In der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.